station. 144-241-3324. 24. Hallo, heute spielen wir mal wieder etwas, das nicht mit VR zu tun hat. Observation, ein, ich denke mal, Mystery, Rätsel, Sci-Fi-Spiel. Einen kurzen Teil habe ich mal gespielt, aber ich habe gewartet. Und jetzt fangen wir mal endlich an. Los geht's. Nicht sichtbar, Gamma anpassen, kaum sichtbar. Warum ist optimal wie möglich? Ich glaube, so passt. Untertitel brauchen wir. Einstellung passen. Okay, los geht's. Bis jetzt sehe ich noch nichts, nur schwarz. Bin mal gespannt, was auf mich zukommt. Low Orbit Space Station Observation. 410 Kilometer über der Erde. Ich glaube, es geht jetzt los. Ah ja, ich kann steuern. Also ich muss bei mir mal kurz ein bisschen die Lautstärke höher machen. Ein bisschen leise bei mir. Und dann fangen wir mal an. Analyse. Die Analyse. Analyse Wellenform. Emma Fischer, Bordmedizinerin, Biowissenschaftsabteilung. Fehler im Sprachmuster entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Emma Fischer ist. Ich lehne mal ab. Nein, bist du nicht. Come on, try again. Voice authenticate. Dr. Emma Fischer, 140-412. Jetzt analysieren wir. Ja, das war schon viel deutlicher. Jetzt akzeptiere ich dich, Frau Dr. Emma Fischer. Okay, okay, good. Come on, give me something. Das muss alles eine Richtigkeit haben. Sam, are you there? Respond. Yes. Gedrückt halten, um in die Antwortmodus zu gehen. Ja, drauf bleiben. Ja, steht doch. I am here. Oh, God. Thank God.
you seem to have booted up in Module 8. I'm going to relocate you to the Horizon Utility Hub in Module 9. That should give you access to limited system diagnostics. Hang on. Great. Awesome. Listen, I'm stuck in the Horizon airlock in Module 11. I need to get into 9, but I'm not sure if it's safe to open this hatch door. Can you give me hull and pressure diagnostics on Module 9? Ja, okay. 9. Module 9 is fully pressurized. Okay, that's good. Good. Are the adjacent contact points from 9 intact? Was sind die Kupplungen? Module 9 hull contact points to adjacent modules read true. Good. Die Stimme ist schon geil. Kommt so richtiges Sci-Fi-Feeling hoch. Something is vibrating, Sam. Can you check the hull contact points on the other modules? Check mal Verbindung. Module 9 hull contact points to adjacent modules read true. We know about 9 already. Sorry, du Model. Please repeat your previous request. What's check again? The hull contact points. Something isn't right. 5 Kontaktpunkte. Was sind die Rumpfkontaktpunkte? Module 8. Hull contact points to adjacent modules read true. Okay. Well, at least I can maybe get down to Central through there. What about Module 10? 10. Module 10. Hull contact points to 12 read false. Suggesting that Module 12 is no longer securely attached to the station. Shit. Josh might have been in Module 12. Okay. Mm-hmm. I'm coming through to 9. Okay. Sam! The hatch door is jammed shut. The controls aren't responding. See if you can restore power. Sam, you still there? Ja. What's going on, Sam? What is that noise? Sam, what is that? Sam, a response! What the hell is going on? Okay. Ja, ein normaler Tag auf einer Space-Station. Das sieht bequem aus. So möchte ich auch mal schlafen. Einfach nur in der Schwerelosigkeit rumdrehen. Die Grafik bleibt nicht immer so störend, obwohl der Stil halt richtig cool ist. Es ist nur, als weil die Kamera ein bisschen Effekt ist. Also wird schon noch besser. Sam, run your self-diagnostic procedure. Ja, schon besser. What errors are you showing? Einen Moment, muss kurz was einstellen. So. Aber das lese ich jetzt nicht vor. Stellzeugüberprüfung. Oh, alles gut, alles schlecht. Relocation functions are offline. I require auto-routing to access module cameras. Okay, I can manually relocate you, but once I get out of here, I'll get your systems up and running.
Danke. Speicher kein Fehler. Diagnostik. Oh Mann, da ist ja alles kaputt. Has been corrupted. I have lost significant station data. Okay. So most of your system links and data logs are gone. Sam, you will need to scan, download and recover as much data as you can. Oh, leider sieht man den ganzen Untertitel nicht. We need to get you back to your old self. Es tut mir leid. Da müsst ihr jetzt durch. The connection between crew tracker functionality and SAM OS has been severed. So it's working, but the link is cut. I'll need to reconnect it in Central. Josh? May? Anyone? Sag mal nicht. Mensch. Yeah. I can't get out of here. The hatch controls aren't working. It might be a safety lockdown. You'll have to override the hatch from module 9. Okay. I'm auto-routing you back to the utility hub in module 9. Camera movement should be online now. Run a test. Beep, beep. Funktioniert. Cycling should be active as well. Check the other cameras. Das erinnert mich stark an ein anderes Spiel, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Das spielte auf einem Öltanker. Da wurde viel mit Kameras und später auch mit Pheromonen gearbeitet. Ach, erinnert mich stark an. Das war auch ganz nett. Great. I can see your live feed updating from here. There should be a system links reset procedure document on the wall somewhere in there. Find it and scan it. Your scan range is limited, so use your camera zoom to get closer. Oder auch nicht. Wenn für mich eine andere Perspektive wäre. Auch nicht. Sich jemand wieder ein bisschen dumm an. Zu dem, dass ich gesagt habe, ich habe es ja schon mal gespielt. Boah, heute bin ich auch irgendwie schwer vom Begriff mal wieder. Ja, das kriegen wir hin. Irgendwann. Nicht. Stopp.
die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Kann das sein? Oh Mensch. Was haben wir hier noch alles? Wahrscheinlich. Nee, das geht auch nicht. Kann es ja nur das sein. Ja. Ja, komisch. Nee, auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. SamOS Vorgehensweise Systemzugang Reset. Zeigt Terminal Input Code an, der es einem Besatzungsmitglied ermöglicht, im Falle eines Softwareversagens einen Reset von SAMs Systemzugangsfunktionen durchzuführen. Achtung! Nach diesem Vorgang ist eine Neuverbindung zu allen Systemzugängen auf der ganzen Station nötig. Erst nach einem vollständigen Reset durchführen. Warum geht die X-Taste nicht? Taste ist es. Sehr komisch. Use your cameras to locate the hatch controls and any other integrated systems and equipment. Was soll ich jetzt machen? Oh Mann. Das hat mich ja vollkommen rausgebracht. Irgendwie, also die X-Taste geht nicht. Irgendwie geht nur. Geht nur die Back-Taste. Wenn wir zum Laptop, den verbinden wir jetzt. 333. Achso, oh, jetzt. Good. Looks like that's working. Add another. Ich dachte, ich muss 333 drücken. Oh je. Sphäre. Beste Einsatzmöglichkeit verfügbar. Längsphären, beste Einsatzmöglichkeiten. Dr. Emma Fischer überwacht die Entwicklung und Steuerung von Mikroschwerkraft. Längsphären an Bord der Observation. Ein Steuerungsprogramm für Längsphären findet sich im Graphical User Interface GUI auf dem Workstation der Besatzung. Es ist geplant, damit im Laufe der Observation-Mission das Existieren des SAM-System zu upgraden. Längsphären werden durch kurze, harmlose CO2-Schübe angetrieben und ermöglichen damit, einem Besatzungsmitglied interne und externe Schiffssysteme zu inspizieren und zu reparieren. Mikroschwerkraft-Längsphären befinden sich immer noch in der experimentalen Phase Mikroschwerkraft. Okay. Dann gucken wir uns. Das geht nicht. Dann muss ich wahrscheinlich jetzt die Tür aufmachen. Jetzt muss ich ja die Tasten drücken. Okay. Klar. Now add the EAS 11 airlock hatch controls. Luke, warte erstmal. Schaltplan habe ich keinen. Luke öffnen. Akku leer. Da ist aber auch noch eine Luke. Okay, looks like that is working. Now, use your system link interface to open the EAS 11 airlock. That's it. It's open. I'm out.
work, Sam. Okay. Let's get this up and running. Ja, mach mal. Josh? I don't know if you can hear me, but... Oh, I hate these things. Luft? Josh, if you're in EAS Module 12, then stay put. The hull connection isn't secure, and most of our systems are underpowered. I'll work something out. Josh? Houston? Anyone? Minute, Sam. Our internal communication network is fully online. Where has everyone gone? Oh, shit. Okay. Station alerts. Das ist nicht gut. Right, Sam. You should have access to your OS now. You can now relocate to any module and view its camera feeds. In the EAS arm, at least. Try it now. Find that fire, Sam. Sieht man das irgendwo? Nee. Ups. Da schwebt was, da ist nichts. Feuer. There is a fire out of control in EAS-4. Shit, I'm on my way. Mach mal schnell. Jetzt sieht man die da rumfliegen. Ist auch geil gemacht. Was ist das? Speicherkarten. Achso, das sind die, die Dokumente, die ich, freigeschalten habe. Wo ist sie jetzt? Da ist sie. Sam, the hatch in EAS 6 is locked down. Can you get it open for me? Mm-hmm. 06. Das ist 06, aber steht ja immer. Wenn man bei 07. Was ist das? Mist Datenblock, Einsatzlog des RMS Arms. Fernsteuerungsverbindung geöffnet. EASA Autorisierung. Online. Hier, 05. Ah ja, okay. I got it. Wie gesagt, schwer vom Begriff heute. Bitteschön. It's open. I'm on my way. Relocate to EAS-3. I'll need your help when I get there. Six. Das Feuer.
ist 4, ja. Also genau da, wo sie jetzt gerade ist. The EAS pull hatch controls to your system needs, but wait for my signal. Wieso konnte ich die jetzt öffnen? Vielleicht die konnte man nicht öffnen. Ach. Sam! Get the vents on in here! Clear these fumes! Lüftung, Lüftung, Lüftung. Das sind Lüftungen. Jetzt mal Mitte. That's it, it's working. The fumes are dissipating now. How bad is it? Please repeat your previous request. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch machen, Mensch. The rack units have been damaged beyond any functional use. Overall, that's not too bad, considering. Da fliegt eine Zange. Ganz schlimm. What started it? What was the source, Sam? We need to stop it happening again. Boah, ich bin eine richtig dumme KI. A potential source. What? That's just a blank plate. Let me see. Something is coming out of the side. What is that? It's like a thick grease. Or oil. Dark red. And there is maybe something in storage above that's leaking. Achtung, schwere Belastung, EAS 12. There is significant stress being applied to EAS 12. Immediate separation recommended. Oh, dieser Stress immer. Please, if there is anyone in Module 12, make yourself known now. We are about to jettison the module. Someone, please respond. This is getting much worse. Okay. Sam, get ready for the separation procedure. First, process my authorization code and give me a security override key. 1-442-413324. Sam, come on! Was? Authorization. 1-442-413324. 2-4-2-9-0-3-4.
419. Got it. Inputting now. Hurry, Sam. Target the jets and push the module away safely. Sam, target the jets in the correct sequence. Okay. Ich habe keine passende Kamera. Ja, das ist doch kaputt. Eindeutig. The CN arm is badly damaged. Oh God, May. It looks intact though. Das ist doch wahrscheinlich das, was ich gerade gezeigt habe. EAS 12 is still tethered with unusual structural damage. It's like a hole has been cut out of it. What would do that? Nun wieder zu 1 zurück. Irgendwas hier, da ist doch was, aber. Nein! Falsche Taste. Hat's beantwortet. Was ist? Beschädigt das Teil entdeckt. Ist schon beantwortet. Doch schon alle gewesen sein. Irgendwas ist noch. Irgendwas ist noch kaputt. Oder wie wir hier im Süden sagen, irgendwas ist noch hey. Für mich nur irgendwie nicht eindeutig genug. Also beim letzten Mal war das nicht so schwierig. Oh. Eben mal wieder die falsche Taste. The RU arm upper modules are badly damaged. The damage seems to be localized to the upper part of the arms. I'm going to connect to the distance cam. We should see where we are above Earth and if we've lost any altitude. Das ist nicht die Erde. How did we get here? I brought you here.
it seems. What? What? Why? Signal akzeptiert, Nachricht empfangen, Koordination, Koordinaten eingegeben. I don't know. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.